Creeper scheint weg zu sein. Merkwürdig. Echt jetzt, dass das hier zu dunkel ist, ist auch... Okay, ich meine, später ist das nicht mehr so schlimm, wenn da unten was spawnt. Aber jetzt aktuell ist es schon ein bisschen irritierend. Ich könnte auch aus den... aus den gesammelten Bricks könnte ich eigentlich mal Stufen machen. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wo der Creeper hin ist. Wo war denn die... Wo war denn die Workbench? Ach, ist das nervig. Ich finde hier auch nichts wieder. Ständig verschwindet der ganze... Ach ja, genau, ich wollte eigentlich über Twitch reden. Ja, genau, Twitch. Folgendes, ihr kennt das. Ihr seid bei Twitch, juhu, alles wunderbar. Ihr seid da mega krass am Chatten. Chat, Chat, Chat und so. Und dann passiert Folgendes. Dann meint der Streamer plötzlich, oh nein, also das wird mir plötzlich zu viel gespamme im Chat. Und was macht er dann? Der aktiviert den sogenannten Slow-Mode. So, der Modus heißt so, weil ihr dann nur noch langsamer chatten könnt. Ja, das klingt an und für sich ganz toll, wenn man bedenkt, dass es nur funktioniert bis zu einer bestimmten Menge an Leuten, die chatten wollen. Denn werden das plötzlich mehr Leute, hat man ein Problem, denn selbst der Slow-Mode kann dann nicht mehr helfen. Weil das Problem ist dann nämlich folgendes. Wenn 500 Leute im Chat sind, wie ich eben schon sagte, und diese 500 beschließen alle zur gleichen Zeit, etwas in den Chat zu schreiben, dann hast du erstmal 500 Einträge im Chat. Diese 500 Leute müssen dann natürlich warten, bis ihre Zeit abgelaufen ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, manche setzen das dann, was weiß ich, auf 5 Minuten oder so. Gut, das ist natürlich übertrieben, aber... Ich sag mal jetzt so eine Minute. Das heißt, diese 500 Leute schreiben alle gleichzeitig was in Chat. Der Chat rauscht also erstmal 30 Sekunden durch, damit diese 500 Nachrichten alle auftauchen. So. Jetzt ist das so. Jetzt sagt der Streamer aber, oh, okay, gut. Das scheint ja zu funktionieren. Da schreiben ja jetzt weniger Leute. Im Endeffekt hilft es nur, wenn eine Person sehr viel schreibt. Weil... Da reicht selbst 10 Sekunden schon aus, weil dann muss eine Person 10 Sekunden warten, um etwas schreiben zu können. Stellt man den Slow-Mode höher, muss eine Person länger warten. Das heißt also im Endeffekt, wenn man, keine Ahnung, den Slow-Mode auf 5 Minuten stellt, dann muss jeder der 500 Leute, die etwas schreiben, 5 Minuten warten. Das heißt, du hast 5 Minuten Ruhe, dann schreiben 500 Leute, dann hast du wieder 5 Minuten Ruhe. Oder eben, du hast halt, ja, es hilft schon in dem Sinne ein bisschen was, es sei denn, du hast Subscriber. Denn Subscriber, die pfeifen auf diesen Slow-Mode, die können schreiben, so viel sie wollen. Die können deinen Chat zuspammen, wenn sie wollen. Tun die meisten nicht, weil die meisten Subscriber nett sind, aber hin und wieder gibt es auch unnette Subscriber, die dann quasi deinen Chat einfach zumüllen. Dementsprechend funktioniert der Slow-Mode nur, wenn entsprechend erstens deine Subscriber nett sind und nicht spammen. Und zweitens, wenn du nicht, wie manche Streamer, die haben mal eben 10.000 Leute, die da zugucken. Stellt euch mal vor, von diesen 10.000 Zuschauern, oder sagen wir mal, keine Ahnung, im Falle eines, ich weiß nicht, hier bitte sehr großen Streamer einfügen, hast du so 20.000 oder 30.000 Zuschauer. Wenn von den Leuten plötzlich 1% beschließen, etwas in den Chat zu schreiben, dann sind das 200 Leute. 200? 20.000? Ja, 200 Leute. 200 Leute schreiben also was in den Chat. Das sind dann 1%. So. Das ist natürlich toll. Dann hast du erstmal zack, Chatrausch durch. Weil, was weiß ich, in so ein Chatfenster, da passen 30 Nachrichten rein. Das heißt, im Endeffekt, das Chatfenster rauscht durch. Von den 200 Leuten schreiben aber nicht alle gleichzeitig, sondern die schreiben alle zu unterschiedlichen Zeiten. Dementsprechend ist das so, das Ganze rauscht nur gemächlich durch. Aber trotzdem ist es einfach viel zu viel und der Slow-Mode bringt überhaupt nichts. Weil den kannst du auf 5 Minuten stellen, dann würden sich die Leute nur ärgern, weil sie nichts mehr schreiben können. Selbst eine Minute ärgert mich schon, weil ich dann im Endeffekt eine Minute warten muss, bis ich irgendjemand antworten kann, der mir etwas geschrieben hat.
weil ich schreibe etwas an irgendjemanden im Chat, weil der zum Beispiel eine Frage hat. Der bedankt sich bei mir, stellt aber eine Gegenfrage. Das heißt, ich muss erstmal 45 Sekunden warten, weil 15 Sekunden hat der für eine Antwort gebraucht. Also muss ich 45 Sekunden warten. Und der denkt sich, warum antwortet der mir nicht? Dann ist der vielleicht auch noch Sub und hat diese Sperre gar nicht. Dementsprechend bringt dieser Slow Mode nur was, wenn man entweder sehr wenig Leute im Chat hat oder wenn man die Zeit sehr hoch stellt. Zeit sehr hoch stellen verärgert die Besucher. Dementsprechend ist es auch nicht so wirklich anzuraten. Was wollte ich eigentlich? Dat. Ach genau, ich wollte mal Cobblestone unten in den Ofen schmeißen. Einfach nur so. Obwohl hier oben das Glas müsste eigentlich fertig sein. Jupp. Einfach mal Cobblestone rein. Haben wir eigentlich noch was drin? Nicht mehr wirklich viel. Melone, Iron Door, Stonebrick Slabs haben wir da noch drin. So. Was für ein Schwachsinn war das gerade? Wir brauchen Jungle Wood. Gija Jungle Wood. Spruce Wood wäre auch noch in Ordnung gewesen, aber nee, ich wollte Jungle Wood haben. Ein paar Zäune müssten wir da noch mitnehmen. Und vielleicht ein paar Schilder. Damit können wir das ein bisschen dekorieren. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Dude, get up. Können wir immer noch nicht mitnehmen, die Eier? Eier, wir brauchen Eier. Da ist Schneebabbel. Schneebabbel? Ja, ha. Huch. Ist der mir aus der Hand geflogen? Snow! So! Ja, Wolle! Wolle Petri! Bau, bau, bau! Bau, bau, bau! Bau, bau! Lagen da noch mehr Eier? Nö. Bau, bau, bau! Bau, 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 bau. Ich mach gleich eine Aufnahmepause. Ja. Drücken wir mal R, spaßeshalber. Dann tauscht er zwar wieder... Ja, er tauscht wieder die Silk Touch. Get up. Packen wir die Silk Touch mal weg. Ach, der hat Flame. Magic Disc 64. 90s Euro Mega Mix. Ja, Feliz Navidad. Nein, Quatsch. Das ist falsche Sprache. So. Gucken wir mal. Die Felder hier habe ich auch ewig nicht mehr abgeerntet, weil ich im Endeffekt die Kisten hier schon randvoll mit dem Kram habe. Weil hier Keks und Kakao. Gut, Kakao könnten wir noch ein bisschen holen. Eier weglegen. Und ein klein wenig... Ups, was war denn das gerade für ein Lag? Beziehungsweise Geruckel? Kakao. Ich wollte mich jetzt nicht am Kaktus pieksen. Oder du bist voll der Kaktus. Hahaha, ha, ha, den Witz habe ich schon so häufig gemacht, den müsstet ihr eigentlich schon auswendig kennen. So im Sinne von, Da! Grrr. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Nein. Play. Gut, während der lädt, gucken wir mal kurz nach. Ich habe hier noch, für euch. Kurzer Witz, was sind ganz viele Nazis in einer Ecke? Richtig, ein rechter Winkel. Oder zum Beispiel, ich wollte Müllmann werden, aber habe leider eine Abfuhr erhalten. Dings hier, wie nennt man einen Azubi beim Zoll? Ganz klar, Filzstift. Das ist ja quasi schon fast so, Dings hier Niveau.
Wie heißt denn der nochmal? Was macht ein Clown im Büro? Klar, Faxen. Multiplayer. Ich wollte beim Piloten anrufen, hat aber keiner abgenommen. Abgehoben, genau. Ich laber auch einen Scheiß. Was essen Nutten im Bordell am liebsten? Puffreis. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Warum kann er nicht schwimmen? Weil er nur einen Arm hat. Versteht ihr? Die Gags sind unheimlich schlecht. Ach, ich komme mir vor wie Fips Asmussen. Genau, Fips Asmussen heißt der. Der hat auch solche Witze raus. Zum Beispiel, warum können Schlümpfe nicht backen? Weil sie kein Gargamel haben. Ja. Nein, da wollte ich doch nicht runterspringen. Ach ja, ich wollte übrigens auch noch bei Spider-Man anrufen, aber der hatte kein Netz. Ja. Apropos, danach habe ich versucht, die Weight Watchers anzurufen, aber hat keiner abgenommen. Ja, sehr witzig. Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. Der ist auch irgendwie total bescheuert. Ehrlich jetzt. Ja, was ist das Gegenteil von einem Reformhaus? Reh hinterm Haus. Ich wollte das doch da unten reinpacken, Mensch. Was habe ich hier noch stehen? Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Ein U-Brot. Ach, ja. Hier, das hatte ich auch. Tja, im Endeffekt habe ich damit alle durch. Ja. Nein, ich bin schon wieder runtergesprungen, ich voll Idiot. Yay! Vollidiot am Steuer. Kann man eigentlich auch aus Stone Brick Slabs, kann man da eigentlich auch einen Zaun draus machen? Wollen wir nur mal testen. Also Cobblestone kann man einen Zaun machen. Kann ich gar nicht so schnell machen, diese Geräusche, die dieser Song macht. Ehrlich, die Witze sind so scheiße. Ich glaube, ich muss mal kurz googeln nach mehr Flachwitzen. Also ich weiß nicht, aus Stone? Nö, geht nicht. Aus Stone geht das nicht. Aus Cobblestone kann man hier, zack, Zaun. Also hier, Cobblestone Wall. Aber dann müsste es doch eigentlich auch Stonewall geben. Also hier aus den hier. Nö, gibt's nicht. Das ist ja blöd. Liegt das nur an dieser Version von Minecraft, dass das nicht geht? Oder ist das generell so? Weiß ich nicht. Hauen wir uns einfach mal aufs Ohr. Nicht jetzt. Flachwitz-Alarm! Ehrlich, ich meine. Ach, den hatte ich noch nicht. Was benutzt ein Zombie unter der Dusche? Klar, Head and Shoulders. Ah. Gut. Ich würde sagen, ich bin out of Flachwitze. Dementsprechend stelle ich mich dahin, wo ich immer stehe. Bim, bim, brum, bim, 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 brum, bim, 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 brum, bim, 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 bim. Geht das eigentlich hier T drücken? Nein, dann erscheint das wieder. Das ist blöd. Gut. Nee, Alt-Tappen kann ich auch nicht. Zeigt ja Windows wieder was an. Das muss ich dann wieder ausblenden. Gut. Ja. Das war's. Ich verabschiede mich. Ich sage tschüss. Wir sehen uns dann in einer anderen... Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Auch wenn ich hier kaum Minecraft gespielt habe jetzt. Naja, egal. Ja, gut, das war's. Ich sage tschüss. Tschüss.